Das war so, man kämpft gegen Apartheid, auch mit Waffengewalt. Tja, der innere Antrieb war eigentlich zu helfen. Wir sind als Lehrer angetreten und haben für Solidarität gesprochen. Und dann wollten wir das einfach auch mal praktisch selbst tun. Man tut es entweder vom Herzen oder man lässt es. Eine andere Alternative gibt es nicht. Wir waren der Auffassung, wir müssen erstmal im eigenen Land eine Kultur beenden, in der alle die Ausbeuter von allen sind. Und dass wir Teil dieses Problems in Südafrika sind. Wir standen vor dem weltöffentlichen Pranger, weil wir das nicht bestreiten konnten, was da uns vorgeworfen wurde. Das war ein Teil dessen, was wir uns vorgenommen hatten. Auf unserem Grundstück gilt die Apartheid nicht. Das war so beeindruckend. Da war diese Hoffnung, ja, jetzt wird alles gut. Die Hoffnung, die man eben hat, wenn man endlich dann in medizinische Behandlung kommen kann. Die Solidarität mit Gleichgesinnten, das war ein fundamentaler Grundsatz der Arbeiterbewegung. Das waren ja vierstimmige Chorsätze, zum Teil fünf-, sechsstimmig. Und in einer Sprache, die wir alle nicht sprachen und mit ganz vielen Klicklauten. Was da an kostenloser und ehrenamtlicher Unterstützung erfolgte, das war großartig. Nämlich solche Flugblätter verteilen hier. Boykott. Eine häufige Antwort war, dann geht doch gleich rüber. Ihr braucht doch nicht diesseits der Mauer stehen. Geht doch rüber, da seid ihr willkommen. Vorwärts und nicht vergessen. And what must you not forget? Die Solidarität.